Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Wir spielen Cops vs. Racer in der Retro Edition. Und mit dabei haben wir Andy, Lukas370Z, Filmexperte, nur 24 Stunden Racer, Kuru gibt's nicht, Luna, Snow und Aaron. Grüßt euch. Hallo. 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 Hallöchen. Servus. Und ich mache den eleganten Kameraschwenk direkt mal rüber zu den Racer-Fahrzeugen. Und dann gehen wir es einfach mal ganz schnell durch. Ja, okay, so elegant war nicht. Ich habe mich irgendwie verflogen. Egal. So, also gehen wir es einfach mal durch. Was haben wir denn Schönes? Wer fährt denn was? Ja, einmal Kuro im Chevy El Camino. Filmexperte in Bugatti Typ 35C. Lukas370Z im Mercedes-Benz Supersport Kurz. Harry Potter in der Ford Anglia. Der Aaron im RBB Porsche. Du bist doch gar nicht Samuel L. Jackson. Gar nicht Ron. Ja, in der Neuverfilmung spielt ja Samuel L. Jackson, haben wir festgestellt, Harry Potter, damit es ein bisschen lustiger wird. Naja, egal. Auf jeden Fall an die Cops schon mal der Hinweis, wenn ihr mich sucht, ihr findet mich vielleicht in der Winkelgasse. Gut, also, ich wünsche viel Spaß, es geht rein in die erste Runde. Ich glaube, ich habe Schaden schon an, ne? Ja, perfekt. Der Mercedes. Also, falls sich jemand wundert, warum mein Motor so hoch dreht, ich habe einfach mal die Motorbike-Engine reingeswappt. Durfte ich. Ist halt das gewisse Etwas an Magie, ne? So, ich warte jetzt wirklich mal in der Winkelgasse. Ich halte mal mein Wort jetzt hier. Laden anschalten noch. Sordele. Ihr habt zumindest eine gute Soundkulisse. Also, die Cops sind unterwegs in 3... 2, 1, jetzt. 25 Minuten laufen. In 10 Minuten beginnt die Kaffeepause. Ich wollte jetzt hier einfach so mit 10 km/h, das ist erlaubt. Er fährt ein Mercedes. Ja, fahr ich. Ich ziehe das Scheiße. Leicht. Hey! Okay, das ist doof. Ich muss mal ganz kurz hier weg. Was haben die gefunden? Ich habe einen Kopf gefunden. Oder er mich, wie auch immer. Ja, überraschend. Oh. Lass mich raten, in der Winkelgasse. Was? Wie kommst du denn da drauf? Dann nichts wie wegfliegen. Er hätte mich sogar fast alleine gepinnt, aber... Und dann kann ich das von hier oben sehen. Nee, da wäre ich. Ich dachte, von der südlichen Straße kann aber ich so... Aber ich hab die irgendwie abgehangen. Hä? Magie? Wollen die mich jetzt nicht verfolgen? Ja, das war echt mal Magie. Ich hab glaube ich, den Unsichtbar-Knopf gefunden. Gerüchte sagen, der Unsichtbarkeitsknopf ist Alt-F4. Oder die Kupplung. Vorsicht, da können Cops kommen an den Porsche. Boah, ich sag gleich Bescheid. Aber wie gesagt, eigentlich habe ich. Die haben mich irgendwie nicht verfolgt, keine Ahnung. Vielleicht auch, weil sie gesagt haben, okay, komm. Den Gag. Nö, also du hast keine Verfolgung mehr. Naja, die sind mir nicht gefolgt. Also es sah so aus, wie wenn sie stehen geblieben sind. Ich habe mehr Reifenschaden vorne als hinten. Ich glaube, das liegt an dem fetten Klops, den ich davon drin habe. Ja, vom Gewicht her dürfte ich eigentlich kaum Reifenschaden bekommen. Ich habe eh so schmale Reifchen. Bist nicht mehr unsichtbar. Nee. Na, El Camino. Ja, viel Spaß damit. Tschüss. Nee, die fahren dir hinterher. Tschüss. Was? ich fahre gerade Eskalation Richtung Bahnhof.
Okay. Sogar mit 13 km/h den Berg hoch. Fahrt an Hauptstraße. Wenn ich die Kurve kriege, ja. Alter, meine Karre eine Delle drin. Oh Gott! Lass mich in Ruhe! Mich raus! Ja, okay. Oh nee, ich bin beim Stadion, mach doch das nicht. Das ging aber schnell, du. Ja, ich hab nach hinten geguckt, als mich einer gefunden hat. Das war oben am Bahnhof Richtung Nürzentunnel. Ah ja, cool. Da bin ich nämlich auch gerade gleich. Aber ich denke mal, die meisten werden sich wieder geportet haben. Das darf man eigentlich nicht machen in FA5. Porten? Musst du eigentlich echt, ja, also nur wenn du richtig kaputt bist. Weil eigentlich ist es echt voll oft so, dass ein anderer Racer gar nicht so weit weg ist. Einkommen war gerade Hauptstraße, aber ich bin anscheinend wieder losgeworden. Da ist auch jemand Sperrstraße. In welche Richtung? Richtung mir wohl eher. Oh, ja. Richtung Kuru. Ganz im Norden, nördlicher Punkt. Okay, ich hab jemanden im Hörer. Aber ich muss ja einfach mal auch kurz erzählen, warum ich mich eigentlich für die Anglia entschieden habe. Das liegt einfach daran, ich bin ein riesen Harry Potter-Fan. Nein. Der Grund ist, weil ich ja in FA4 im Wheelspin-Format, glaube ich, dreimal gefühlt in Folge eine Anglia gezogen hatte. Mein Kopf ist weg. Und das ist jetzt quasi. Ja, die Sehnsucht nach diesem sexy Hexi. Oh, es fliegt kein Auto hier. Schande. Ja, ich habe noch einen Kopf im Haarnadel Richtung ja, Sperrstraße. Ja, eins fliegt. Da kommt was entgegen. Aber eigentlich bin ich heute ja das fliegende Auto. Dürfte die aber gleich los sein. Ja, diese Oldschool-Rennwagen, da müsste man eh mal überlegen, ob man die nicht sogar eigentlich verbietet, weil sie sind halt schon ziemlich. Ja, sie sind halt schnell, krass. Aber sie wiegen halt auch nichts. Also der hier hat keinen Heckmotor. Ja, klar, aber wenn du es schaffst ohne Kontakt, hast du halt keine Chance, überhaupt irgendwie zu kassieren. Okay. Aber das ist also. Ich finde, aber nach der Argumentation könnte man eigentlich jedes leichte Auto verbieten. Finde ich. Ja, aber normalerweise haben Alter, die leichten Autos nicht so viel Leistung in der Regel. Aber ist auch egal. Die können nichts. Gucken wir mal. Zumindest der Mercedes ist jetzt in Kurven nicht so die Pracht. Was machst du? Ja, aber. Wo? Bis da schon klar. Gut, dass ich da gerade nicht mehr war. Ich fühle mich verarscht mit dieser Karre. Also wenn dir jetzt nochmal festgesetzt wird, leite ich ein Emergency-Meeting ein und sag, dass du in der Imposter bist. Okay, irgendjemand wird östlichste Straße Richtung Süden verfolgt. Ich weiß aber nicht, wer. Ja, das bin ich. Habt ihr erst gar nicht gesehen. Es fliegt echt kein Auto. Hey, ich glaube, ich habe echt den Platz des fliegenden Autos übernommen. Oh, ich glaube, ich muss mal wieder zur Wing. Hast du einen Kopf bei dir? Statt ich wüsste. Okay, parallel südlichste 2. Ich begebe mich jetzt wahrscheinlich eher Richtung Norden. Hier einer ist Haarnadel gefahren, das heißt, ich fahre Eskalation. Runter oder hoch? Hier erwarten mich ja mal eben 2 frontal einen mitbekommen. Eskalation Richtung Osten. Ja, das wird glaube ich nichts. Ja, ich bin raus. Eskalation. Ich bin gerade am Brunnen, mach doch nicht den. Bist da bei dem Sprintstart halt. Die machen ja gar keine Gefangenen heute hier. Gefangenen, egal. Machen viele.
Aber mit dem Drehmoment von dem Mercedes kann man richtig gut arbeiten. Das Ding hat Drehmoment aus der Hölle. Ich hab zu viel. Ich hab gar nichts. Jetzt hast du ja. Jetzt hast du mir aber, ich fasse, ich hab 900 ungefähr. Oh, ich hab einen Kopf, Bahnhof Richtung Eskalation. Als auch Eskalation. Ich geh mal. Ich hab 2 Cops östliche Straße, schon wieder. Kann doch nicht sein, ey. Die Eskalation durch. Oh Gott, der kann nicht bremsen. Bin hinterm Theater. Ich bin weniger wie 2 Minuten bis Kaffee. Ganze hier das langfahren, genau lang. Hilfe! Das Auto hat keine moderne Federung. Nein, sie haben mich noch gesehen. Ich bin parallel südlichste Richtung Speer. Ach cool, wir treffen uns gleich. Kommen nämlich von der südlichsten auch gleich auf die Speer. Okay, bin hinter dir. AU. Auch nur West, Ost nach West. Ich komme jetzt runter in den Park mit 2 Cops hinten dran. Oh, ganz knapp geschossen. Pass auf, das ist ein Cop. Ja, der ist aber in die andere Richtung abgebogen. Ich glaube, die fokussen. Oh, der bringt ja richtig was aus, 11%. Wo bist du gerade? Bahnhof. Richtung? Süden. Okay, passt. Wo sind wir zeitlich? 20 Sekunden bis Kaffeepause. Genau. Aua. Da ist ein Kopf, ne? Kupo. Ja, ich seh's. Da ist ein Kopf, Ray. Ah, ne, das ist nicht Ray. Ups, ich hab nur Porsche gesehen, dachte ich direkt. Was soll jetzt das heißen? Ich zieh durch Richtung nördlichsten. Ich bin doch anerkannter Ford Anglia Fan. Ich hab immer noch einen Korb im Untergrund. Dieses Auto hat keinen schönen Grip. Okay, nee, ja, doch nicht nördlichster Punkt. Ich repariere mich am südlichsten. Ja, die Cops wurden jetzt, glaube ich, auch nicht. Nee, nur einer. Jetzt im langen Untergrundstück. Oder auch nicht. Oh nein, da ist eine Kante. Kann, glaube ich, auch nicht gut gegen Cops schieben. Wir haben halt Kaffeepause, oder? Ja. Ja, ja. Lass es doch schmecken. Achso, wollte denn der Mercedes südlichster Punkt sich reparieren? Ja, bin ich gerade. Okay, ich dreh um. Ich fahr jetzt aber Bahnhof. Kann dieser Crown Vic so agil sein? Das denkt man echt gar nicht. Ich hab mir jetzt auch schon reif am Arsch. Begebe mich mal Richtung südwestlichster Punkt zum Reparieren. Aber ich bin jetzt gerade noch nördlichster. Nein. Ich hab dich gerade gesehen. Oh Gott, da war eine Bushaltestelle. Die macht das Auto schockierend langsam. Bin jetzt nördlichster Punkt, fahr nördlichste. Ich drehe wieder um. Guten Tag. Oh, ja, Gott. Sehr gut. Sie hat, okay, du hast dafür gesorgt, dass sie sich gegenseitig abgeschossen haben. Ich bin extra weit außen gefahren. Mal parallel nördlichste Richtung Osten. Ich bin verarscht. Das gibt Ärger bei den Cops. Ich habe sie nämlich jetzt relativ sicher verloren. Eine Frage, gibt es auch Kuchen zum Kaffee? Nein. Nee, doch. Donuts. Ah. Donutkuchen. Was kriege ich Hunger? Also, ist nicht unbedingt nur Donut oder Kuchen, aber. Ja. Ich höre was laut. Wo sind die? Ich fahre jetzt östliches S. Mit einem Kopf zumindest noch dran. Ist arg weit weg. Ich glaube nicht, dass das.
nichts anderes gehört. Ich darf aber selber irgendwie die Dinge nicht verpassen. Oh, fuck. Aber es sind ja noch gute 2 Minuten. Und komm es zur nördlichsten Gefahr. Nein, das wird nichts. Ja, das war's. Schade. Wo? Nähe vom Stadion. Was? Stadion? In der Nähe. Die legen ja los wie die Feuerwehr, du. Die sind auf einer Mission. Wie viele haben sie denn jetzt? 4? 7. Was? Nein, Spaß. 4 Stück. Nein, ich direkt wieder den Kopf im U Richtung. Vielleicht doch bald 7. Was, wo im U? R runter, also bergab Richtung Brunnen. Okay. Bin ich hinter euch. Muss ich überlegen, es ist noch eine gute Minute. Wo repariere ich mich? Haben wir da hinten, was soll's. Die Bremsen taugen gar nicht bei der Kiste. Hätte ich dir auch so sagen können, Lukas. Ich hätte mich halt für den Napier Railton entschieden mit den Stockbremsen. Dann hättest du tatsächlich keine. Kopf. Aua. Eskalation. Recht weit im Westen. Hat mich frontal getroffen. Ich habe 41% Motorschaden. Und. Ja, danke, Kopf. Oh, ich wäre beinahe wieder festgesetzt worden. Kops haben sich schon wieder fast abgelegt. Hat 2 jetzt Richtung Universität. Ja, letzten 10 Sekunden jetzt quasi von der Kaffeepause. Also, jetzt oder nie? Toll, sieht immer noch so schmutzig aus, das Auto. Whoa! Oh nein! Sorry. Warum bist du jetzt noch mehr in mich rein? Ich bin extra nach rechts ausgewichen. Ja, ich dachte, ja, egal. Sorry. Toll, frisch repariert und kaputt. Da hast du mir jetzt einen Bärendienst erwiesen, du. Sorry. Also so viel Schaden hatte ich nicht mal vorher. Mit Lasten. Genau so viel. Ich hab meinen Kopf bisschen unter Schaden. Also sie ignorieren mich auf jeden Fall erstmal. Das heißt, sie werden auf jeden Fall. Du bist gerade auch wieder an mir vorbeigehuscht. Ich bin gerade Bahnhof eingebogen. Mich hat auch gerade ein Korb ignoriert. Machen wir Sorgen? Ich hab bisher nämlich nur einen. Da kommt ein Korb. Ja, ich hab's gesehen. Hast aber nur einen. Wir haben auch einen. Haben na, ich halt auch noch voll in ihn rein. Ey, pass auf, vor dir könnte noch einer sein. Ich werd wieder festgesetzt, 63 Motor. Was machen Sachen? Ja. Och Mann. Das war jetzt auch blöd. Direkt wieder einen gesehen. Sind viele Transits, sogar 2. Ein blauer, ein weißer. Alle blockieren sich. Hier sind die Transits nicht ganz so wild. Aber sie blockieren die Kreuzung. Das ist dumm. Mittlerweile wieder Theater. Sind wir Malben gerade runtergeworden. Ich kann halt meinen nur beschäftigen, aber ich werde den nicht loswerden. Ach komm, ich fahr nochmal durch die Winkelgasse. Da bin ich auch gerade schon wieder. Oh, perfekt, dass ich abgebogen bin, da kam gerade der Bugatti. Nein, ja, wie hat er mich da verfehlt? Ich lebe noch, ich bin jetzt Hauptstraße fast ganz im Westen. Mittlerweile 2 hinter mir, könnten auch 3 sein. Fast 50 Motor, das wird super enden. Kann quasi nicht mehr abbiegen ohne, naja, wo auch immer hingeschoben zu werden. Ja, so 3 hinten. 4.
Okay, meinen Kopf habe ich verloren. Was? War mir gerade zufällig. Wie schade. Ja, vielleicht finden sie ihn hier wieder. Ich hab vier hinter mir, gleich ganz im Südwesten. Ich bin so kurz davor, tot zu sein. Echt bedenklich. Wo wollen mich einkesseln. Frechheit. Kein fliegendes Auto heute, ey. Ich bin jetzt ganz im Südwesten und werde jetzt wahrscheinlich ins Nirvana geschoben. Einfahrt, Untergrund in, auf Höhe von Eskalation war auch gerade im Kopf. Ich habe ich auch irgendwie schon ein paar Mal gesehen. Schade. Bin jetzt beim Kopfspawnpunkt im Westen. Fahre nicht mehr, aber ich rolle noch. Heißt, ich habe 62%. Nein. Oh, ich bin ja voll blöd. Ich könnte ja einfach Reparo zaubern, oder? Dann ja. Wäre ich ja wieder ganz. Stimmt. Easy going, ey. Nein, da ist noch Platz. Verstanden. Ja, ich bin tot. Wo? Park. Wie viel haben wir jetzt? 6? 7? Ja, 6. Ab 7 ist eine sehr gute Runde. Wie lang ist noch? Für die. 6. Zu lang. Bisschen weniger. 5,5 ist Overtime. Das Bett von meinem El Camino sieht mittlerweile aus wie eine Banane. Einerseits will ich gar nicht jetzt mehr in der Verfolgung, weil ich genau weiß, ich kann nicht aus dem Vollen schöpfen. Gern geschehen. Ja. Ein Kopf auf jeden Fall Eskalation gerade rumgepaced. Und nochmal einer. Und eine Hauptstraße Richtung Bahnhof. Den Eskalation habe ich gesehen, aber er hat mich schön gerufen. Er hat mich einfach nicht gesehen. Okay, der hat mich leider gerochen. Ich kehre mal schnell um. Also ich habe einen an der Backe. Sperrstraße. Dingsplatz. Oh nee! Ja, du kommst genau richtig jetzt. Ich fahr mal schnell Untergrund rein. No! Oh ja! Ich bin mal schnell weg. Ja, das scheiße, ich wollte eigentlich anders fahren. Das war jetzt natürlich nicht so geil. Jetzt habe ich nämlich den Geschwindigkeitsnachteil hier. Du hast aber nur einen Kopf. Ja, das reicht. Ah. Das sind drei beim Startplatz. Wobei. Jetzt sind vielleicht doch noch zwei. Aaron, ha! Ich gehe jetzt auf die Kontrolle, ich gehe jetzt auf die Verfolgung. Ah. Nein, was macht der Golf? Oh Scheiße, jetzt habe ich richtig Schaden. Hier stirbt sie. Scheiß Golf. Können sie nicht entscheiden, wo er hinfahren will. Okay, ich bin deutlich der Punkt, habe zwei Cops an der Backe. Meinen habe ich verloren, wenn ich jetzt hier. Sperrstraße Richtung Süden. Ui. Schnell mal drüber gehuscht. Oh, ich jetzt. Ach, danke, da ist ein kleiner Sperrplatz. Pass auf, da kommt einer gegen. Ja, alles gut. Voll gut. Weil ich krass. Im Park war gerade ein Kopf. Ja, ich bin ja, Hauptstraße Richtung Osten. Ich habe halt keine Topspeed, das ist das Problem. Oh, ich krieg Starthilfe, sehr gut. Kommt sie! Aber. Ich bin ganz im Osten jetzt. Aaron, hier fällt ihm hinterher. Hä? Ich? Ja. Der ist okay, ich bin jetzt gleich Baumallee, die Ecke da. Ja, wie fällt dir das nicht an? Keine Ahnung. Statuenplatz gleich. Ich hab
Schaden gefressen jetzt schon. Ich bin baden und ich werde mal ein bisschen im Park rumfahren. Oh, natürlich ist da ein Raptor. Och, wie kacke ist das denn jetzt gewesen? Und ein Transit, natürlich. Ja, das, die haben mich jetzt gleich. Oder? Ja, das war's. Untergrund. Oh, jetzt werden alle Verkehr, der Verkehr war leider ein bisschen gegen mich. Immerhin hast du ja schade, ey. Ich glaube, mit einem vollen, also mit keinem Modus-Schaden, hätte ich sie ausbeschleunigen können, aber diese 20%, die haben aber weh gemacht. Ah. Ja, wegen dir hier! Aua. Transit. Aua. Ich bin jetzt vielleicht unter diesem Punkt mit, keine Ahnung, 3 Cops. Nicht, dass ich jetzt gleich schon wieder Cops am Anfang gab. Ich werde mal Richtung nördlichste fahren. Oder auf die nördlichste. Netter Versuch, aber daneben. Eine Minute noch. Oh, ist der Motor? Nee, doch nicht. Vorne rein bringt nichts. Jetzt habe ich einen in der Herd. Schlechtes Timing. Warum? Wenn 20 Sekunden Overtime ist. Ja. Haben wir so einen Park? Oh, hi. Deskalation. Ich geh mal, ich fahr rechts. Dann, ja, kann aber einfach weiter geradeaus. Ja, alles gut. Eskalation. Oh, hi. Jetzt auch, glaube ich, durch von der Zeit. Boah, Glück gehabt. Weil ich relativ sicher safe bin. Ja, ich bin. Raid, ja, du bist auch safe. Rein. Ja, ich bin, glaube ich, alle. Lukas, ja. Lukas! Also drei Kuro hab ich. Ja, Kuro hat den anderen. Scheiße, ich muss gerade aus durch. Danke. Oh, komm, ja, danke. Gut, hier ist nur einer drin. Neubildung. Kuro, wo bist du unterwegs? Das fetzt gerade, oder die nördlichste Straße jetzt gerade. Also, danke, du hast dich geportet, ich hab gerade kurz gedacht. Das ist noch ein Kopf geportet. Oh Gott, mein Reifen. Ja, meine auch. Lenkung genauso. Ein Transit! Danke fürs Anschieben. Ich muss mal ganz klar fragen, wo bist du gerade? Park. Wo bist du? Am Teufels. Also Kreuz. Ja, ich werde mal ins U fahren. Oh, das sind auf jeden Fall Zeit von oben. Die Frage ist nur, vor wem vorbei. Ich komme keine scheiß Kurve da hoch. Ja, ich auch immer wirklich. Und Leistung habe ich halt auch nicht. Leistung habe ich. Ja, ich nicht. Bei Umkehren würde ich eher. Achso, was soll ich denn? Meinst du wegen die ganze Zeit durchs U fahren? Ja, das. Also. Muss nicht sein. Es wird mal noch offiziell in die Regeln aufgenommen. Da hat nämlich jemand mal einen Kommentar geschrieben, fand ich eigentlich ganz geil, dass das U als Einbahnstraße gilt. Sprich, wenn man reinfährt, dann muss man es durchziehen und dann kann man nicht einmal wieder zurückfahren. Ach so, ja.
Also klar, irgendwann später in der Runde schon, aber jetzt halt zum Beispiel in der Verfolgung ständig dann durchs U fahren oder so, das ist halt... Ich hab grad zwei Cops in der Kurve abgeschossen, perfekt gezielt, also dann auf der Hauptstraße. Ja, der eine hat, ja, der hinter mir dran, der hat hier gegen eine Bombe geklatscht, der ziemlich wegmachen wollte. Und der ist immer noch an mir dran. Scheiße, nee, hab ich nur was bekommen, die Kurve. Wie lang ist noch? Ja, 2 Minuten. Auf Leute, das schafft ihr. Ja, ich glaube, die werden jetzt selber auf Kuro gehen, weil er halt einen Frontmotor hat. Wenn's. Ja. Vielleicht machen sie das. Vielleicht, aber auch nicht. Oh Gott, meine Reifen. Ach nö, bitte nicht. Hey, ich durfte gerade erst mal einen schönen Drift ziehen. Lass mich in Ruhe. Diese kaputte Beleuchtung im Tunnel, Alter. Oh Gott! Lass mich in Ruhe. Danke für den Schubser. Aua. Jawohl, danke, tschüss. Die haben mich gegen den Pfeiler gedrückt, und sind aber an mir vorbeigefahren. Jetzt habe ich zumindest zwei. Ich war hier richtige Hollywood-Aufnahmen. Nein! Oh, ich sehe Knallbildung. Ja. Das ist bitter. Ah, weil ich abbiegen wollte. Oh Gott. Ja. Es war jetzt einmal zu viel. Komm schon, Kraft. Wie lange habe ich noch? Auf Kuro, los. 5 Minuten. Ich glaube nicht. Ja doch, ich will jetzt was von dir sehen. Komm, E-Sportler, let's go. Oh Gott. Nee, das sind nur Cops, keine Götter. Alles gut. Ja, okay. Noch nicht. 20 Sekunden noch. Kuro, das schaffst du. Bist dich! Fürs Team. Für den Dackel, für den Kopf. Wir sind doch alle im Herzen Anglia-Fahrer. Let's go! Hey, letzter Angriff jetzt. Kein Angriff. Jo, wir haben abgebrochen. Jawohl. Hast geschafft. Sehr schön, immerhin. 8 Stück, oder? Ja. Ist schon sehr gut. Sehr starke Runde. Gerade in der Retro, wo es ein bisschen langsamer auch ist, das ist schon eine sehr, sehr starke Bilanz. Aber mal gucken, ob wir einen ähnlichen Wert aufstellen können. Wird schwierig, aber nichts ist unmöglich. Toyota. Und kleiner Seitenwechsel und dann schauen wir mal, was die für Racer-Fahrzeuge haben. So, die Seiten sind getauscht und die magische Anglia ist weg. Dafür haben wir hier andere glänzende Prachtstücke. Aber eins nach dem anderen. Wir beginnen erstmal ganz vorne. Snow fährt den Mercedes-Benz 190e Evo 2. Nur 24-Stunden-Racer musste ganz schnell noch von einem Auto mit Allrad auf eins ohne wechseln, weil es da vor der Runde irgendwie eine Misskommunikation gab und entsprechend sitzt er jetzt im Ford Transit. Schön gold eingefärbt. Luna fährt den Mitsubishi Evolution 6. Andi fährt die Bratwurst. Gibt's nicht, fährt Volvo 850R. Sehr schön. Auch wieder eine sehr interessante Kombi, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dann... Ein Kombi ist dabei. Ja, vor allem, reden wir nicht weiter drüber. Ich move euch einfach mal runter und dann ready, wenn ihr ready seid. Ich kann ja schon mal derzeit, während ich euch move, schon mal anfangen, wie wir die Strategie vollführen werden. Wir bleiben alle hier und essen Donuts. Ja, also genau. Also erstmal würde ich auch sagen, wir essen Donuts und trinken den Kaffee noch leer, der übrig geblieben ist. Jawohl, war die Donuts dabei. Und dann hätte ich gesagt, wenn wir dann fertig aufgegessen haben, dann nehmen wir sie einfach alle fest. Easy. Klingt gut, ja. Ja, bin ich auch. Perfekt. Geil. Nice. Jetzt warten wir eigentlich noch auf die da oben. Dass wir endlich unser Fressialien, unser Fressdings starten können. Okay, Andi hat was dagegen, gegen unsere Taktik, finde ich schade. Hätte ja jetzt gelacht, wenn er dagegen den Ding gedonnert wäre.
folgendermaßen. Also, die in Fahrtrichtung blickend links stehen, die beiden, die machen mal so ein bisschen oder orientieren sich direkt mal Richtung Osten. Die, die in Fahrtrichtung ganz rechts stehen, gucken jetzt gleich mal so ein bisschen schon mal Südwesten. Und der in der Mitte, da vielleicht die südlichste Straße gleich langballern oder irgendwie die parallel südlichste, irgendwie sowas. Jo, mach ich. Und danach gilt wie immer Bambini-Taktik, alle auf einen. Eine zweite Verfolgung, glaube ich, jetzt am Anfang müssen wir nicht unbedingt. Es sei denn, man trifft irgendwie einen frontal, der ist eh schon beschädigt, man kann easy dranbleiben, dann ja. Aber ansonsten alle voll auf einen, voller Fokus. Gar nicht lange ablenken. Und es geht los in 3, 2, 1, go. Aaron, wo müssen wir nochmal hin? wo wollen wir nochmal hin? Gute Frage. Jetzt hast du so schön dich rausgefahren und dann direkt schon verfahren. Skandalös. Ja, Aaron, komm, warte, lass zusammen. Vielleicht braucht man schon. Egal, lass da vorne durch. Ich kam da vorne. Ich glaube, es war der Beste. Nein, die rechte muss nach Osten. Kurz, ist nicht, ja, dass da auch jemand sich in der Winkel versteckt. Okay. Ich schau mal Bahnhof. Hier alle Straßenecken checken. Lass da vorne gleich östliches S abbiegen. Ja, Aaron, du hattest recht. Ich hab fast immer recht. Da kann man drüber. Und wenn er kein Recht hat, hat er eine Rechte. Aha! Richtig. Evo 6, Hauptstraße bei der ersten Unterführung Richtung Westen. Richtung Osten. Aus. Richtung Westen leider. Westen, okay. Also gut, fährt zurück. Fährt ins Westen. Ja, ich S. Fahr mal los, klar. Nach Norden dann. Genau. Ist da jetzt ganz oben und fährt Richtung nördlichster Punkt. Ist am nördlichsten Punkt jetzt angekommen und begibt sich auf die Sperrstraße Richtung Süden. Perfekt, komm entgegen. Hält sich eher auf der rechten Seite der Fahrbahn. Ja, war klar. Fährt Sperrstraße weiter, biegt Eskalation Richtung Westen, Osten ab. Hat frontal eine mitbekommen. Und fährt aber noch weiter Eskalation Richtung Bürgerkunden. Fährt aber auch nicht auf der Volvo. Das ist auch der Volvo. Das war gerade tatsächlich eher Zufall. Evo fährt wieder Richtung Treppenplatz. Schade. Das hat er gut gemacht. Fährt links Sperr. Was Richtung Süden ist fast gepinnt. Aber fast. Jetzt Eskalation Richtung Westen, im ganz westlichen Teil auch schon. Da kann er ihn einparken vielleicht. Ja, so, jetzt stehen bleiben einfach. Ja. Also, 25 zu einparken. Hammer. Bin auch mit da. Der Transit ist... Jetzt gar nicht groß porten, wenn ihr nicht übelst viel Schaden habt. Transit war hier nämlich auch irgendwo. Ja, da ist Richtung... Dem Subaru, dem habe ich vorhin frontal einen mitgegeben, der ist auch da noch in der Hauskante rein, also der hat schon mal Schaden. Der Volvo ist Untergrund reingefahren und der Transit ist Richtung mittlere Hauptstraße gefahren. Ich dachte gerade, es ist einer. Nein. Ja, wir fahren mal ganz geschmeidig. An welch? Oder kein Fest dran. Nee. Das ist ja alles gut. Wir werden die schon finden. Da ist doch was. Ja. Oh, Mitsubishi wieder. Theater. Baumallee. Richtung Randstein. Und fährt Randstein Richtung östliches S. Und fährt östliches S rein. Sehr gut. Schade. Mist. Wieder östliches S zurück. Vordere muss übernehmen, glaube ich. Ja, runter fährt Richtung. Ja, genau, fährt Richtung Randstein. Fährt von dort aus wieder Richtung Universität, also eher Richtung Norden. Fährt aber wieder Baumallee Richtung Theater. Fährt hinter das Theater. Ich fahre mal eine andere Route. Gib weiter an. Idee. Genau. Fährt ist jetzt auf der Geraden. Kommt jetzt in den ersten Linksknick. Das ist doof, weil ich ihn da gerade nicht sehe. Muss links gefahren sein, Richtung parallel südliche.
auch nicht. Nee. Nein. Hä? Nein, er ist einmal im Kreis gefahren. Entschuldigung, er kommt jetzt wieder Eskalation Richtung Osten raus. Also sozusagen und einmal im Kreis. Ich habe das nicht gesehen, da ist ja diese eine Stelle, wo man das nicht sieht. Hä? Wo jetzt? Ich weiß es gerade auch. Ich habe nur gesehen, dass er runtergekommen ist. Er hat uns ausgedrückt. Ich habe an Reifenspuren auf jeden Fall einen Untergrund gesehen, ja. Dann wird es das gewesen sein. Ah, verloren. Ja, okay. Guck mal, was beim anderen rauskommt. Ich guck mal beim Teufelseck, ob da vielleicht. Ja, Evo, Ausgang, Hauptstraße fährt Hauptstraße Richtung Osten. Ist jetzt Eingang Hintergasse, fährt weiter Osten. Bremst aber an. Entschuldigung. Look up. Und fährt mal in den nördlichen Osten. Richtung Osten oder von Richtung Osten? Richtung Osten. Okay, dann warte ich da. Ja. Und fährt Richtung nördlichste. Okay. Ja, nördlichste Richtung Westen quasi dann. Wie weit ist er schon? Schon Kreuzung. Vorbei im ersten Kreuzung, aber ich glaube, wir kriegen. Ah, fuck. Einer hinten dran. Geht, wenn's geht. Ja, sehr gut. Vorne dran. Ah! Schwumm steht keiner vor. Ja, vorne dann einfach bleiben und. Naja, nee, ist egal. Nächstes Mal. Von weiter nördlichste. Richtung nördlichster Punkt. Ja. Ich repariere mich. Ah. Fahren nördlichster Punkt. Oh, nicht gegenseitig. Ah, tut mir leid. Ich wollte eigentlich erst. Bärstraße, ne? Bärstraße, ne? Bär nach unten, ja. Ah, Mist. Oh. Ja, wieder an derselben Stelle hier. Ah, nee. Okay, Sorry. Eskalation Richtung Osten. Fährt Richtung Hauptstraße hoch direkt. Hauptstraße Richtung Osten, in den Untergrund rein und biegt ab, direkt die erste rechts rüber zur Eskalationsecke und Eskalation Richtung Westen raus und Kreuz ist gleich schwer. In Richtung Bahnhof. Hier bin wieder dran. Da hinten ins Haus. Nee. Ja. Ja, genau da. Ja. Langsam. Oh, da ist eine scheiß Laterne. Einfach drücken, einfach drücken. Ja, reicht. Ja. Boah. Zum Glück waren wir jetzt genug, weil ich glaube, einer alleine wäre von der Laterne weggedrückt worden. Jupp. Das muss ich mich jetzt aber auch mal reparieren. Ich glaube, da haben da zwei halt Gegengewicht für die Laterne gegeben. Ich fahr mal wieder auf die südliche. Ich würde mich mal in den Osten porten, weil wir da irgendwie fast gar nicht. Ja, hab ich auch mal gemacht. Porten darf natürlich. Anyway, ich bin jetzt nicht bei dir, weil ich mich selber nicht reparieren kann, aber ich fahre mal die erste Laterne. Alles gut, diese Zweier-Einteilung ist ja nur für den Start. Danach ist es eh egal, sag ich jetzt mal. Ja, Nikola, sorry, ich werde noch ein paar Mal niesen wahrscheinlich jetzt. Oh Gott, Alter, da ist schon wieder der Evo-Eskalation Richtung Osten. Oh, das tut mir leid. Ja, hoch auf. Nichts da leid. Und nördlichstes. Pizza S, warte mal. Ich steck mich mal in den Drang. Der hat nördlichsten Punkt. Ist am nördlichsten Punkt, fährt Sperrstraße Richtung Süden. Dann komme ich mit Hass entgegen. Okay. Ja, immer gut. Richtige Seite. Ah, vorbei. Nee, immer noch weiter Richtung Süden. Oder weiter Süden. Ah, tut mir leid, sorry. Ja, parallel südlichste. Perfekt, da komme ich, bin gerade im Tunnel. Ja. Immer noch parallel südlichste. Ah, nur gestriffen leider. Ja, fährt auch Richtung Tunnel. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Ja, Tunnel jetzt lang, Eingang. Ja, im Tunnel langsam. Aber schon gut gefressen, oder? Voll langsam. Ich
noch eine zweite Verfolgung. Ja, die Außentunnel raus. Oh, jetzt ist jetzt ghostet's. Nein. Jetzt ghostet's. Ja, der dreht wieder rum. Sorry. Aua! Perfekt. Ja, ich war gerade am Ende. Hab ich Frontheim mitgenommen. Hab der Kurve halt dann gesehen, dass er da steht. Sehr gut. Ran, auf Fack. Jetzt zustellen, wenn's geht. 21, 22, 23. Baru Brat, Statue und Platz. Richt Eskalation. Nee, doch nicht. Fährt da im Kreis, wieder immer noch Universität. Fährt Hauptstraße Richtung Osten. Okay, ich port mich zum Stadion. Hat mich gerade eventuell ein wenig ausgetrickst. Fährt östliches Est, habe ich noch gesehen. Kann das halten. Fährt östliches Est nach. Ich weiß es nicht. Ja, nee. Baumallee Richtung Universität. Und dann, ja, verloren. Wahrscheinlich Hauptstraße rüber. Hauptstraße wäre ich. Ja, wahrscheinlich. Also verloren. Scheiß drauf. War zu weit weg. Ich hab's nur in der Entfernung gesehen. Hab den mitgenommen. Hauptstraße Richtung Treppenplatz. Muss aber allerdings umdrehen. Hab ne aber mitgenommen. Entweder mitgenommen oder gestrichen. Ja, der Evo ist Mitsubishi ist auch wieder hier. Was macht denn Luna immer, dass sie immer direkt zu uns fährt? Der fährt sie zu. Fährt Richtung Stadion, die hier östlichste. Hat da jemand dran? Ich bin am Transit dran. Nee, ich meine jetzt die Evo. Irgendwie die Seite noch? Perfekt. Also in der letzten CVR-Ausgabe habe ich dann irgendwann gesagt, wir lassen Luna jetzt, ignorieren sie jetzt, aber ganz ehrlich, ich werde sie jetzt nicht jedes Mal ignorieren. Hier rechts müsste beim Stadion sein. Da kommt was, der Volvo. Wir haben jetzt Volvo hier aber, glaube ich, schon wieder. Frontal. Volvo ist jetzt frontal, nehme ich rein. Wartet Eskalation Richtung Osten. Okay, Moment, was haben wir jetzt? Rathammer, Volvo haben wir. Nochmal was? Nee, das andere Berge ist weg. Eskalation, aber bin ja, dann halt den, wir sind schon zu zweit am Volvo. Dann machen wir Volvo, der ist jetzt Eskalation, kreuzt Richtung Hauptstraße rüber und fährt Richtung Treppenplatz. Ist jetzt, bremst ab, fährt westliches S hoch nach Norden. Du bist sehr schnell, Alter. Da weg, Mann, darf ich. Ah, fährt nach nördlichster Punkt. Oh, Entschuldigung. Und, ja, sag doch was. Fahr einfach vorbei, wenn du schneller bist. Weißt du, wo fahrt ihr lang? Sperrstraße ist noch zu stellen. Eskalation Richtung Osten, ganz am Anfang noch. Wir sind jetzt in diesem Links-Rechts-Knick. Den fährt er auch. Er fährt ins Wirrwarr rein. Aua. Oh, sorry. Das war jetzt unglücklich. Fährt jetzt das Theater, falls da jemand da abschneidet. Ist jetzt Reparaturpause? Ja. Ja. Denkst schon. Beim Theater kommt er jetzt raus, fährt Baumallee rein. Von dort aus Richtung Universität. Fährt da auch hin, Universität im Osten davon, fährt die Straße jetzt Richtung Norden, fährt Winkelgasse rein. Gibt's noch eine Zweitverfolgung? Ja, zu Baru Brat. Okay, dann bleib ich von hier weg. Fährt Winkelgasse Richtung Süden. Aber in Frontal. Ist auch der Benz. Oh, ich geh wieder in den Rückwärtsgang. Was ist der Benz? Oh. Ja, ist egal. Aber ich hab ein Volvo Frontal. Also. Gut, dann ja. Dann. Volvo war die Zweitverfolgung, ne? Ja. Volvo ja. Fährt immer noch. Wir bräuchten ein paar mehr an Volvo. Ja, wo seid ihr? Eskalation bei der Untergrundauf-Abfahrt quasi in der Höhe. Fährt auch Untergrund. Ja, gerade an der Kante auch. Nee, oh Gott! Und in die Hanade? Ja. Ja, fährt die Eskalation da bei der Statue raus quasi. Total. Echt? Ja. Ich glaub, den Volvo? Ich glaube, wir sehen dich dann nämlich nicht. Doch, ich sehe ihn. Aber okay. Er, dich nicht. Er fährt Hauptstraße. Ja, warte, ich fahr vor. Wobei, fahr du vor, ich hab schon ordentlich Schaden. Hauptstraße Richtung Treppenplatz. Ah, oh, verdammt. Aber ich hab auch Schaden. Ja, weil, ich hab 20%. Ich hab. Biegt Speer Richtung Süden ab.
Ja, der wird sich jetzt halt gleich reparieren, aber dann nutze ich das genauso. Ja, zieht Speer auch durch weiter. Wo ist denn der Brat, dass ich mich da irgendwie ranhängen kann? Das letzte Mal gesehen war... Ja, ey Leute, wir müssen jetzt was fokussen. Wir können nicht die ganze Zeit irgendwie die ganze Zeit... Zwei Sachen, das ist... Ihr habt den Subaru verloren, sag mir, wo ihr seid. Südlichste. Speer, südlichster Punkt, reparieren gerade. Fährt los. Und fährt... Oh, verwirrt uns. Na, schön. Fährt das Haus. Das war, fand ich jetzt noch okay, weil dabei. Ja, hat er schon, ist ja schon gut. Parallel südlichste, pass auf, lass ihn... Oh, ja, bei mir. Ich versuche ihn direkt anzuschieben, irgendwie. Wenn ich es hinkrieg, nicht einfach. Okay, er fährt. Oh, er hat mich verwirrt. Sorry. Ja, fährt nicht wirrbar. Nein, ist links abgebogen. Er fährt. Knick quasi. Fährt Eskalation Richtung Osten. Kommt gleich zum Statuenplatz. Ist jetzt auch Statuenplatz und fährt von da aus Richtung Hauptstraße. Ist jetzt Hauptstraße Richtung Osten. Biegt nach Osten hin auch durch. Biegt dann östliches S ab. Okay, ich warte östliches S. Oder bin östliches S. Hab ihn frontal, fährt runter Richtung Baumallee. Ne, da komm ich nochmal entgegen. Sehr gut. Frontal eine mitbekommen. Schade. Schaffst du's? Hinten dran noch eine vielleicht? Ja, ich muss. Es dauert, es dauert. Ja, geht, aber du passt, hast ihn. Passt. Sehr gut, ey, richtig geiles Teamplay. Richtig geiles Teamplay. Schön verteilt und dann zweimal Frontaltreffer nochmal gesetzt. Richtig gut. Du kannst den Boden reparieren. Ich gehe zum Stadion und fahr dann direkt auf die Südlichste. Oh, du musst halt mal klappen. Eigentlich. Ja, das war jetzt der Vorteil, dass ich ein bisschen Abstand gelassen habe. Jetzt wäre ich da Ast rein. Ja, also, wenn viele dran sind, dann können die hintere Riege eh ein bisschen Abstand lassen. Dann kannst du nämlich schön reagieren. Anpinnen quasi. Es reicht meistens, wenn zwei Leute oder so eine Attacke versuchen. Und dann die hinteren können ruhig ein bisschen Abstand lassen. Und dann kannst du ganz gezielt, ganz locker, ohne Gewalt quasi hinfahren und gezielt pinnen oder zustellen oder so. Das sind eigentlich die mächtigsten Angriffe. Ja, sagt sich zwar immer so einfach, aber es ist halt wirklich so. Okay, ich habe Brad Richtung Baseball Süden unterwegs. Also östlichste Richtung Süden. Südlichste Straße wäre auch der Metz. Nein! Ja, der ist Richtung Stadion unterwegs. Ja, das Problem ist, ich habe so lange zum Wenden gebraucht. Ja, wenn einer beim Stadion noch ist, da ist der Mercedes. Wir sind hier sogar zu zweit. Wo ist der Mercedes? Kommt gleich beim Stadion, müsste gleich beim Stadion unten rauskommen, von der südlichsten. Ah. Ach so. So rum meinst du, von der südlichsten? Ja, da kommt er. Durch. Ja, nur gestriffen leider. Hat trotzdem ein bisschen Kontrolle von, oder ein bisschen gedriftet. Er hat da jetzt so grob Richtung Teufelseck, habe ich noch gesehen. Da vorne ist er, fährt Teufelseck, ja. Hat sich an der Seite aufgehängt, fährt jetzt da hoch. Da hat, ja, also halt, wie zu beschreiben, so Richtung östliche grob, dieser Bergaufweg. Sorry. Ja, sag weiter an. Wir sind den knapp Bergaufweg, 400 Meter hin dran. Den Bergaufweg jetzt hoch, fährt östlichst Richtung Norden. Ich würde mich meine Mitsubishi ranhängen. Okay. Er ist jetzt gleich ganz schon ganz im Osten und auch ganz im Norden, da fährt er jetzt gleich auf die Hauptstraße drauf. Ja, das bringt halt sehr langsam, das heißt, er sollte gleich rankommen. Also er steht gerade fast. Ja. Ja, versuche irgendwie. Wo seid ihr? Ganz am Anfang Hauptstraße. Okay. Ah, da ist er. Der jetzt war kurz weggeploppt. Ich hab Wut! Jetzt parallel nördlich, so Richtung Westen. Ich versuch's nochmal gleich, ihn irgendwo dran zu pinnen. Genau, dann lassen wir hier ein bisschen Abstand. Ja, ja, er fährt auf jeden Fall parallel. Dann ist er Richtung Westen. Ja, ich halt voll rein, dass ihr es wisst. Ja. Ja, okay, die scheiß Laternen haben mich. Aber er hat einen X-Klasse mitgenommen, Vorsicht, X-Klasse. Okay, oh. Er fährt Richtung nördlichster Punkt weiter. Können ihn am Tunnel vielleicht pinnen. Ja, wenn er Tunnel halt fährt. Ja, genau da jetzt. Sieht gut aus. Nein, ein bisschen spät. Ja, sehr gut. Ja. Sehr schön. Geil. Sehr der Mitsubishi wäre nördlichste. Na, parallel nördlichste.
Ja, das sind wir doch. Richtung der nächste Punkt. Okay. Okay. Ja, perfekt. Dann sind wir, perfekt. Da werden einige. Ja, aber jetzt schön breit machen, wenn er da kommt. Aber warte, wir müssen. Sind ja, jetzt gleich am nötigsten. Ah, schade. Okay, fährt wieder zurück. Jetzt vielleicht pinnen, wenn wir es. Ach, schade. Okay, warte. Fahrt die Runden richtig rumfahren, fahren schon mal. Ja. Der ist hart, aber ordentlich tarnt. Der rollt. Ich schicke ihn nördlichste. Ach, das ist der. Ich seh dich nicht. Okay, ich halt vielleicht ein bisschen Abstand. Ja, Lukas nach rechts. Ist egal. Jetzt wieder hinten Abstand. Zwei machen vorne, der Rest stellt zu. Oh, ist geghostet. Ja, ist geghostet, ist halt jetzt kacke. Was war das? Er war über. Er ist bei mir erst über die Augen. Ja, egal, komm, nochmal, das kriegt er hin. Aua. Von der Attacke, die anderen stellen aber zu. Jetzt. 20, 22, 21. Okay, Hammer. Ja, Luna, tut mir leid, aber du willst es ja auch irgendwie nicht anders. So. Wie lange? Ich glaube, ich muss mich retzen. Ihr habt halt das Pech, dass ihr immer einen von uns bekommt. Wie viele haben wir jetzt? 7, wenn ich richtig mitgezählt habe. Richtig ausgeglichen, richtig gute Runde heute auf beiden Seiten. Ein, zwei vielleicht noch und dann. Ja, gut, wir haben eigentlich nur Luna, ja. Das muss man schon mal fairerweise sagen. Wobei Luna eigentlich mit das Schwierigste ist, weil sie halt wirklich ein Allradfahrzeug fährt. Das sollte man eigentlich nicht unterschätzen. Fällt drei. Aber gut, sie fährt uns halt jedes Mal die Arme. Ich weiß auch nicht. Alles gut. Also gut, wir alle immer so. Jetzt gucken wir mal. Guck mal, südlicher einer auf der südlichsten ist. Achso, ja, dann mach du das. Ich zieh doch mal Hauptstraße durch. Ich hab nur kurz was gesehen im Wirrwarr. Weiß ich ganz genau was. Okay, ich war mal TA da, vielleicht. Ja, TA da kommt gerade raus. Ist der Volvo, fährt Richtung Statuenplatz. Nee, biegt vorab, also quasi da zwischen Hauptstraße und Statuenplatz, da die Ecke. Fährt jetzt aber Hauptstraße auf die Hauptkreuzung zu. Fährt rüber Richtung nördlichste und ist parallel nördlichste und fährt Richtung Westen. Parallel nördlichste Richtung Westen. Westen, 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 Westen. Ich sag gleich, wie es weitergeht. Bremst hart an. Ja, fährt ins westlichste S rein, also Richtung Süden, Richtung Hauptstraße dann runter. Dann warte ich unten bei der Hauptstraße. Ja, das auch blockiert man, dass er nicht durchziehen kann. Oh, schade. Nein, jetzt habe ich ihn befreit. Der fährt, war gepinnt. Fährt Hauptrichtung Osten. Genau, Hauptrichtung Osten. Fuck. Konnte nicht mehr rechts rein. Okay, bremst an, fährt Eskalation. Ist genau jetzt an dir vorbei. Ja, ich hatte gehofft, dass und fährt Wirrwarr rein von Eskalation aus und dann Richtung parallel südlichste, so die Ecke. Könnte aber auch Eskalation fahren, ich sag gleich mehr. Nee, fährt parallel südlichste Richtung Westen. Nee, fährt parallel südlichste, südlichster Tunnel. Und ist jetzt im Tunnel Richtung Osten. Immer noch südlichster Tunnel Richtung Osten, 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 Osten. Reparier mich, Stadion. Und biegt ab Richtung Teufelseck von da aus und biegt wieder ab Richtung. Treffer. Okay, ich sehe dich nicht, aber er hat dich gesehen auf jeden Fall. Biegt ab Richtung Hoher Randstein. Und fährt weiter Richtung Universidad die Ecke und biegt auch ab Hauptkreuzung, Hauptstraße Richtung Westen. Boah, ich komme fast nicht hinterher, ne? Der Volvo ist brutal. Hauptstraße Richtung Westen, Westen, Westen. Bremst, ne, doch, Hauptstraße Richtung. Bremst hart an und fährt runter zur Eskalation. Ja. Und fährt rüber Richtung Speer. Ey, alle bitte da jetzt drauf. Ich bin hinter dir. Ja, ich versuche schon wieder ranzukommen. Fährt Richtung Bahnhof die Ecke, ne, bremst hart an und. Ah, fuck. Jetzt hab ich's falsch getimt. Fährt Richtung Park. Park erst ab, also ist jetzt im. Weiß ich gar nicht, im nördlichsten Ende des Parks, ja. Bin wieder dran. Fährt Richtung Brunnen rüber. Vielleicht fährt Richtung südwestlichster Punkt, also Richtung. Oh. Gute Minute bis Overtime. Fährt ins U. Oh, verbremst. Also von U von West nach Ost. Also gleich von der anderen Seite ankommen oder so. Ja, wenn noch eine Minute bis Overtime ist, dann repariere ich mich nicht mehr. Ja, ich verzichte jetzt auf die Reparatur. Ich bleib da jetzt lieber dran. Achtung, Passat N. Fährt wieder Park runter.
Ja, komm ich vom Brunnen. Minimal zu weit weg. Park. Kannst trotzdem mal versuchen. Boah, ich bin aber zu weit weg, um dann über zu übernehmen. Ja. Nee. Lass lieber die anderen noch rankommen. Er fährt wieder Richtung Brunnen, die Ecke. Treffer. Ja, ich seh dich nicht. Oh ja, ich. Ja, ich seh dich nicht, ich seh dich nicht, sorry. Ich zieh einfach durch, weil ich muss halt leider. Kann ich mich nochmal reparieren? Vor. Ja, danke. Haben wir noch zum Reparieren? Ja. Ja, ich hab noch 30, wenn nicht ganz. Ja, ich fahr jetzt schnell. Den Brat hab ich nicht. Ab Richtung Hauptpark. Ah, Mist. Schade, sehr gut. Geklappt. Ich wollte es versuchen. Richtung Treppen. Da ist noch der Evo, aber egal. Naja, egal, jetzt gehen wir zum Volvo. Und den Untergrund, ja. Und zu dritt will ich da nicht reinfahren. So. Nope. Oh Gott. Ui. Okay, da wird Theater rauskommen. Oh, oder überschlägt sich. Ja, nichts machen. Das bleibt, dann bleibt er resettet, dann haben wir ihn. Haben wir noch eine Verfolgung? Nee. Aktuell nicht. Okay, dann war's das. Overtime nehme ich. Schade. Dann unentschieden, oder? Ja, so gesehen ist es dann unentschieden, ja. Glaube ich. 8-8. Ja, sehr gute Runde, auch wenn man sagen muss, dass wir irgendwie 7-mal Luna hatten, gefühlt. Okay, 6-mal, glaube ich, oder so. Ja, kommt hin. Am Ende hätten wir sie wieder quasi, aber ich glaube, es war schon okay, dass wir jetzt am Volvo dran geblieben sind. Ja. War ein paar coole Festnahmen auf jeden Fall dabei, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, Retro ist eh cool. Das ist aber auch einfach so der Beweis, hat auch letztens jemand geschrieben, als wir Retro mit Academy kombiniert haben, so ey, Retro macht einfach echt ultra Bock und so. Und das ist es auch. Ich weiß noch, in Horizon 4 war das so oft, dass Leute geschrieben haben, ah, mach das Ganze mal mit Hypercars und dies und jenes. Leute, es ist wirklich am spaßigsten, wenn es langsamer ist, nicht zu schnell. Und deswegen macht Retro auch Bock, weil es halt doch ein bisschen weniger LI ist. Und so war es nämlich auch in Horizon 4. Da haben halt auch die ja, 90s oder eben halt die Vintage Edition zum Teil halt mehr Bock gemacht, weil es halt einfach doch ein bisschen langsamer war. Und dadurch kommen halt auch irgendwie mehr Verfolgungen zustande, auch die mal ein bisschen länger gehen. Man kann halt doch auch mal als Cop doch noch wenden und die Verfolgung aufnehmen. Und je schneller das wird, desto ja, mehr Randomness passiert. Klar, kannst natürlich auch übelst spengeln, wenn du da mit 400 irgendwo lang ballerst. Aber ja, es ist halt mehr so dem Zufall geschuldet. Man kann nicht so taktisch spielen. Und ich finde gerade jetzt, zumindest mal aus meiner Sicht, auch wenn da vielleicht auch ein bisschen Zufall dabei war, aber es war auch auf jeden Fall auch gute taktische Skills mit dabei. Richtig geile Manöver, ja. Also richtig geil gemacht. Schön manche ein bisschen hinten dran abgewartet, manche schön entgegengekommen. Gerade auch beim ersten Mal, wo wir den Volvo bekommen haben, da bin ich auch eine andere Rute gefahren, konnte ihn frontal erwischen, kurz darauf konnte Kuro frontal ihn nochmal erwischen. Dadurch haben wir ihn dann auch festgenommen. So war es doch geil. Da geht bei mir das Herz auf. So muss es doch sein. So will ich doch CVR sehen. Und ich denke doch, ihr als Zuschauer doch sicherlich auch. Also, wir sind aber raus an dieser Stelle. Checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao. Tschüss. Ahoi.